Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online, wo ich von einer Vampirfledermaus verhauen werde. Das gibt's ja wohl gar nicht. Ich bin jetzt eher auf dem Weg ins, ja, in die verborgene Gefängnis, wie immer. Und ich muss da kräftig Spinnen hauen. Oh, stimmt, gute Idee. Also hat sie den Wink doch verstanden mit dem Zaunpfahl. Ich habe nämlich extra das so geschrieben, weil hier unten, seht ihr im Chat, weil ich mich eingetragen habe und sonst so wenig drin bin, aber. Ja, sollte mal gemacht werden, ne? Dass da mal ein paar mehr reinkommen. Und wenn wir wenigstens Quest 1 fertig kriegen, das kann ja wohl nicht sein, dass das hier so wenig wäre. Drachenjagd ist halt wahrscheinlich eine schönere Kaku für die meisten Leute. So. So. Drache Mushu und Tulpa stehen hier am Anfang rum. So, und wir gehen jetzt wieder zu den blauen Spinnen, denke ich erstmal, wo. Ah ne, sie treibt dich nach unten bei den Rosa rum. Dann gehen wir auch erstmal runter zu den Rosa Spinnen. Ist ja egal, welche wir zuerst machen. Isa Mai hat sich, wurde soeben zum Kleriker befördert. Glückwunsch, Isa. So, hopp. Ganzen Karatian sie einfach mal mitnehmen. Bumm. Au. Alles fällt um. Wenn der Nagel rennt. Hehe. Der Nagel, nicht der Bolzen. Meinu. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass der mit Level 61 habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, dass ich hier der Bolzen bin. Sondern, und nicht der Nagel. Manu. Aber das ist halt auch eigentlich mein Lieblingsname. Dummerweise ist er mittlerweile überall bei jedem Spiel besetzt gewesen. Sauerei. So, ist er noch unten? Ja, ist er noch. Zack, zack. Und hepp. Elementarstiefel hat sie liegen lassen. So, da bin ich wieder. Huhu. Weiter geht's. Jawohl. Und hier lang. Und diese hier. Und Intoxiated hat sich den Titel Bettler bzw. mittellos verdient. Beides Mal Glückwunsch. Zack. Intoxiated. Aha. Wird wahrscheinlich auch ein Schurke oder ein Jäger sein. Klingt ja irgendwie giftig. Mit dem Toxin. Vorsicht hinten, Gilea. Dein Zauber. Zapp. Und hier. Und. Uah, jetzt bin ich grün. Ich freue mich. Gucken mal. Ist das hier ein Gegengift? Guck, das hilft. Juhu! So, ich laufe mal wieder ein bisschen kürzer, damit Gilea mitmachen kann. Zuck. Und hepp. Und hüpf. Und nochmal hüpf. Ah, ist das schön, ja. So wie es sein soll, so klappt's doch. Flop. Und hopp. Jetzt könnt, ja, wollte gerade sagen, jetzt könnt langsam mal wieder was droppen, aber da haben wir's doch. Und ein Spinnenkönigin-Kralle, meine. So, was haben wir hier noch? Bestienzahn, hochwertige Bestienzähne nehme ich immer mit. Pom pom. Da ist noch eine Kralle. Gehen wir mal hier hin und holen sie mit. Aquamarinring nehmen wir auch mal mit, einfach so. So, hopp. Was sagt die Zeit? 18, da ist noch ein bisschen Zeit drin. Gucken wir mal, 5 sind wir immer noch. Ja, mehr werden es vielleicht nicht werden, aber na gut. Quest 1 wird es auf jeden Fall. Und hepp, und hepp. Komm, Spinni, Spinni, Spinni. So, wo sind die anderen denn alle? Die sind doch nicht alle schon weg. Haben die keine Lust mehr? Sowas. Waren wir wirklich so schnell? Ah, da sind sie. Da kommt die nächste. Zock. Und hopp. Ah, Kralle einer Spinnenkönigin. Wusa. Flop, flop. Da ist eine ungeöffnete Karte. Ich nehme sie mal mit. Zack. Da ist wieder eine. Aber was soll's. So viele kann ich dann auch nicht mitnehmen. So viel Platz habe ich dann ja auch nicht im Inventar. Wisst ihr ja, die ewige Platznot ist leider eigentlich in jedem Spiel vorhanden, egal wie viel Platz man hat. Aber na gut, das gehört man dazu. Man kann eben nicht alles mitschleppen. Das ist ja ganz logisch. Kilea flitzt mir für wie eine Wilde hinterher. Was will sie auch anders machen? Ich bin etwas schneller durch den Titel Großwildjäger.
So, hier, da versucht sie schon aufzuholen. Glücklicher Verzauberer. Okay, dann stell dich irgendwo hin, wo nichts passieren kann. Okay. So, zack. Ja, ich weiß nicht, ob das die gute Idee war da hinten. Ich versuche dich zu beschützen, aber ich muss ja auch ab und zu mal meine Mobs sammeln. Aber ich guck, dass ich das hinkriege. Flop, da ist meine... Hopp. Kralle, 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 Kralle. 4, 5, 6. Hä? Ich dachte, das wären 6. Mano. Voll fies. So, wat. Ramos hat sich den Titel gesegneter Verzauberer verdient. Oh, er levelt glücklich, beziehungsweise er upt seine Sachen. Oder sie, keine Ahnung. So, 7 von 10. Lalalala. Ja, wenn wir die Quest... oh, verdammt, schon zu spät. Ich dachte, ich hätte die mitgenommen. Komm her, ja. Was soll denn das? Eieieiei, das war ja jetzt haarig. Ich dachte, ich hätte sie erwischt. Naja, zum Glück heilt sie sich wieder hoch. Das passt schon. Sollten wir natürlich die, die Stacheln nicht vorher fertig haben, dann, naja, oder sollten wir die Stacheln eher fertig haben, dann warten wir eben ganz kurz hier. Das zählt ja dann nichts. Weil man kann ja nicht einfach abhauen. Und, ja, ich kann gerade nicht schreiben, Junge. Da, geht gleich los, Junge. Geht gleich los, Brain. Geht gleich los. Ich muss erstmal hier alles Platz machen. Lalalalala. Ohohohohohohoho. Kralle, 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 Kralle. Ah, Mensch, wenn du mal schreiben willst, kommst du zu gar nichts hier. Schlimm. Lalalalalala. Ja, Brain, tut mir leid. Musst ganz kurz warten. Musst ganz kurz warten. Geht gleich los, geht gleich los. So, zack. Und hepp. Hoffentlich ist er jetzt nicht rausgeschmissen, nur weil er keine Lust mehr hat. Tulaka ist noch ein drin. Naja, gut, sind wir halt nur 4. Was soll's. So, jetzt aber. Hau ab. Scheiß Spinne. Da kommt gleich die nächste, das war ja klar. Als ob man mal schreiben will. So. Ich hoffe mal, das hat er verstanden. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen, ja, mich um mich selbst sorgen. Oh, jetzt. Aha, ich trinke mal einen von den Tränken hier, dann werden sie auch drin fertig. So. Oh, ich habe eine E-Mail bekommen und mein Handy wieder mal nicht leise gestellt. Ja, jetzt habe ich da auch da keine Zeit dafür. Was soll's? Muss halt auch mal sein. Schreibt halt nie, schreibt mal hier nicht so viele E-Mails jetzt momentan, Leute, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. So, hopp. Und hepp. Na komm. Fall um. Fall um. Und hepp. So, Himmelblau hat sich den Titel Mittellos verdient und Bettler und sowieso. Und Merules hat sich den Titel Menschenfreund verdient. Glückwunsch. So, ich gehe mal ganz kurz ins Häusel. Guck mal hier. Kilea, ne. Naja, sind halt wirklich nur 4. Mal schauen, wer alles dabei ist. Ein Großwildjäger. Juhu, das ist ja schon mal gut. Ein Räuber, ein Beschwörer und ein Kreuzritter. Oje. Da könnte ruhig noch ein Clary dazukommen, dann wär's cool. Na, mal schauen, wie weit wir kommen. Lalalala. Warten wir eben kurz.
ich würde sagen, ich mache das einfach so, damit es euch nicht so langweilig wird und ich hier nicht unnötig erzählen muss, mache ich hier mal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denn! Und da bin ich schon wieder, die Kilea ist auch wieder da. Zu den blauen. Komm mal, okay. Bin mir zwar jetzt gerade nicht sicher, was ich hier alles brauche, aber wird schon seine Gründe haben. So, danke und okay, kein Problem. Macht man da gern. Zack. Ja, genau, heil du dich mal ein bisschen selber hoch. Ich flitze schon mal vor und mach den Weg frei. Holzen. Wir machen den Weg frei. Wie sieht es mit der Zeit aus? Wir haben jetzt 26, das heißt, die KQ geht eh in 4 Minuten los. Mal schauen, ob wir jetzt immer noch zu viert sind oder nur zwei. Jetzt bleibe ich da einfach mal eiskalt drin. Wird schon werden. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Pö. So, dann machen wir den hier um. Hopp. Und hopp. Kilea ist in grün auch da. Aber jetzt mal erwarten. Uah. Warum hauen die so zu hier? Königspinne, meine. Flup. Und hip. Hallo. Fein. Dann einmal hier um die Ecke, wie immer. Ihr kennt den Weg, ja. 2 von 50, das kriegen wir hin. Natürlich nicht mehr gleich, würde ich vermeiden. So, schreibt sie gerade. Nee. Aber es sind halt nur noch 4 Leute. Einer ist rausgegangen. Wir waren schon mal 5, aber was soll's. Wir waren schon mal 5, aber was soll's. Wir kriegen das hin. Flopplom. Königspinnetz. Jawohl. Noch eins. Okay, 4 von 5. 4 von 50. Mist. Oh, jetzt bin ich auch grün. Die grüne Bande. Alles im grünen Bereich hier. Lalalalalalalala. Und hepp. Und hoppla hopp. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mit 4 Leuten ohne Clary in der Spinnen-Kaku. Wird schwierig werden. Allerdings, ohne Clary ist es zumindest nicht unmöglich. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, wenn wir bis zur Spinne kommen. Diese einfach nur durch die Gegend zu ziehen, weil bis zur Mega-Oberboss-Spinne halt. Die einfach nur hin und her, hinter uns her zu ziehen, weil dann, wenn wir die ziehen und die keinen Spaten kriegt, dann spawnt die nix. Und wenn nix spawnt, kann uns nix hauen. Das heißt, es wird ein bisschen Rennerei, wenn wir da hinkommen, aber davor müssen wir erst mal, glaube ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber ein paar alte Bekannte besiegen. Ein paar unalte Bekannte, ungemeine. Ja, ungemein gehasste Altbekannte. Mal schauen. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Wie immer. Und dann gucken wir mal. Lalala. Oh, wir sind wieder 5. Wusa! Yay! 5 Leute. Guck mal. Ist das noch ein Grosi? Juhu! Zwar kein Clary dabei, aber ein Großwildjäger. Und als Großwildjäger sollte das schon ganz gut gehen, ja. So, habe ich dir eigentlich was vergessen? Ich habe jetzt gar nicht geguckt vor Freude, dass wir wieder 5 sind. So, hopp. Und mal schauen. Silos hat sich dann eben den Titel Quest-Profi verdient. Glückwunsch, Silos. Bom, 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 bom. So, wie sieht's denn aus? Zeit, was sagst du? Die Zeit sagt... Zeit sagt, es sind noch ein paar Sekunden. Warte, ihr könnt es ja jetzt gerade nicht sehen hier. So. 18:29. Müsste eigentlich gleich losgehen. Und da gehen wir rein in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.